Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir uns die Basics zum Investieren mal anschauen. Ich habe für euch mit dabei das Rendite-Dreieck. Wir schauen uns an, wie wir das lesen und welche Infos wir rausziehen können. Wir schauen uns an, passiv oder aktiv investieren, wo liegen da einige Vor- und Nachteile und wie baue ich eigentlich mein Portfolio auf, beziehungsweise worauf achte ich und wie entscheide ich, bevor wir dann das Video mit den Quellen beenden. Also legen wir direkt los und schauen uns mal das Renditedreieck an. Hier sehen wir die DAX-Renditen, die wir bei einem Investment hätten erzielen können. Auf der rechten Seite hier sehen wir Jahreszahlen von unten 1971 bis ganz oben 2020. Hierbei handelt es sich um den potenziellen Kaufzeitpunkt. Hier unten sehen wir ebenfalls Jahreszahlen von 1972 bis 2021. Hierbei handelt es sich um den Verkaufszeitpunkt. Und diese blauen großen Zahlen, die 5, 10, 15 und die 5er Schritte, die wir hier sehen, die sich dann in diese weißen Treppchen verwandeln, die in dem Dreieck laufen, die definieren einen bestimmten Anlagezeitraum in Jahren. Das sehen wir auch auf der rechten Seite. Das heißt, hier in dieser Linie befinden sich die Renditen von einem Anlagezeitraum von 5 Jahren, hier die Renditen eines Anlagezeitraums von 10 Jahren und 15 Jahren und so weiter. Zoomen wir jetzt zur besseren Übersichtlichkeit mal etwas rein. Wie lesen wir denn jetzt genau dieses Renditedreieck? Also auf der rechten Seite ist, wie gesagt, der Kaufzeitpunkt. Hätten wir 1991 den DAX-Index gekauft und gehalten bis 2001, dann hätten wir die Rendite gemacht, die sich am Schnittpunkt dieser beiden Zeitpunkte befindet. Also in diesem Fall 12,6%. Wenn wir jetzt 1981 gekauft hätten und 2011 verkauft hätten, dann würden wir mit 9,2% Rendite per anno rechnen. Ihr seht also, wir können hier für die letzten 50 Jahre die jeweilige Rendite für eine bestimmte Haltefrist des DAX-Index ablesen. Dunkelgrün dargestellt sind hier besonders positive Renditen, weiß, wenn die Rendite um 0 liegt und rot besonders negative Renditen. Und hier sehen wir eigentlich auch schon auf einen Blick farblich markiert recht gut, weshalb es sich lohnt, an der Börse zu investieren. Denn hier stehen viel mehr grüne Zahlen als rote Zahlen. Und überhaupt sehen wir, dass die roten Zahlen eigentlich fast ausschließlich im Bereich einer Haltefrist von bis zu 5 Jahren liegen. Ganz konkret können wir aus dem Dreieck herauslesen, dass bei einer Haltedauer von 1 Jahr der maximale Gewinn bei 84% und der maximale Verlust bei 43% gelegen hätte. Das klingt jetzt erstmal sehr volatil, relativiert sich aber schnell schon im Verlauf der ersten 5 Jahre. Schauen wir dann unten auf der Achse bei einer Haltedauer von 10 Jahren, so sehen wir in Rot, wäre die minimale Rendite minus 1,5% und die maximale Rendite 16,5%, also ein Verhältnis von 11 zu 1. Im Durchschnitt haben wir bei 10 Jahren Haltedauer eine Rendite von 8,8% per anno, also jedes Jahr fast 9% Rendite im Schnitt. Das kann man sich eigentlich gefallen lassen.
Und um die minus 1,5% zu erreichen, muss man eigentlich schon wirklich sein komplettes Geld unmittelbar vor einem krassen Crash investieren. So viel Pech muss man erstmal haben. Selbst dann ist man nach 20 Jahren bei über 3% pro Jahr. Hat also zumindest die durchschnittliche Inflation ausgeglichen. Jetzt sprechen wir hier ja die ganze Zeit vom DAX, also vom deutschen Aktienindex. Und jetzt wollen wir uns mal die Vor- und Nachteile anschauen, wenn wir in einen Index investieren, anstatt in Einzelaktien. Zum einen haben wir hier einen massiven Kostenvorteil. Passiv gemanagte Fonds liegen im Schnitt bei einer Verwaltungsgebühr von 0,15% pro Jahr. Ein aktiv gemanagter Fonds, der einen hohen Personalaufwand und Personalkosten für viel Recherchearbeit hat, ist hierbei klar im Nachteil und muss das erstmal reinholen durch ein gutes Management. Und wenn das der Fall ist, dann bekommt das Management meistens auch noch Prämien, die sich wiederum auch in den Verwaltungskosten niederschlagen. Noch ärgerlicher natürlich ist, wenn das Management daneben liegt und der Fonds schlechter performt als der Markt. Außerdem haben wir bei Indexfonds von Natur aus eine wahnsinnig gute Diversifikation mit sehr, sehr vielen Aktien. Beim deutschen Aktienindex sind es jetzt nur 40 deutsche Aktien. Wenn ich einen Indexfonds, der auf die komplette Weltwirtschaft abzielt, heranziehe, kommen wir auf mehrere tausend Aktien. Und da sehen wir auch schon einen weiteren großen Vorteil, denn wir können in die komplette Weltwirtschaft investieren mit einem Produkt und haben dadurch die Möglichkeit, mit sehr wenig Erfahrung an den Aktienmärkten zu partizipieren. Dem entgegen stehen natürlich auch Nachteile, wie beispielsweise, dass die Indexfonds im Abwärtstrend eigentlich dem Trend ausgeliefert sind. Sie entwickeln sich nicht schlechter als die Märkte, aber im Abwärtstrend eben genauso schlecht wie die Märkte. Die Fonds können hier keine speziellen Strategien zur Verlustbegrenzung fahren, wie zum Beispiel Aktien verkaufen und die Cashquote erhöhen, wie das beispielsweise bei aktiv gemanagten Fonds getan wird. Außerdem verstärkt ein Indexfonds die ohnehin an den Märkten bestehenden Zyklen. Die Zusammensetzung wird oft nach der Marktkapitalisierung gewichtet, was dazu führt, dass sehr stark steigende Aktien oftmals weiter akkumuliert und nachgekauft werden, trotz der steigenden Kurse, anstatt dass Gewinne mitgenommen werden. Denn wir managen ja nicht aktiv, sondern es wird passiv nach einem bestimmten Index investiert. Das sind natürlich nur einige Vor- und Nachteile, die meiner persönlichen Auffassung nach stark gewichtig sind. Ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Grundsätzlich komme ich allerdings zu dem Entschluss, dass aufgrund der niedrigen Kenntnisse, des niedrigen Know-hows, der niedrigen Kosten und der hohen Diversifikation sich für Anfänger die Indexfonds auf jeden Fall eher lohnen als ein aktiv gemanagter Fonds oder gar selbst aktives Management zu betreiben. Daher schauen wir uns jetzt mal an, worauf achten wir eigentlich beim Portfolioaufbau? Zum einen gibt es als allererstes mal das Thema Risikoaffinität. Wie risikoaffin bin ich? Wie riskant möchte ich investieren? Danach entscheidet sich dann, gehe ich zunächst vielleicht mit einem etwas höheren Anteil in Anleihen. Anleihen können sein, Staatsanleihen können sein, Unternehmensanleihen, auch vielleicht nachhaltige Unternehmensanleihen. Und auch hier gibt es Laufzeitenunterschiede von wenigen Monaten bis hin zu vielen Jahren. Dann
gibt es noch den Punkt Rohstoffe. Wir können zum Beispiel in Energie, in Agrarrohstoffe, in Industriemetalle, Edelmetalle oder Lebendvieh investieren. Für gewöhnlich ist Gold da eines der stärksten Metalle, im Energiesektor allerdings auch Öl und Gas. Allein Gold, Öl und Gas macht über 40% der Rohstoffmärkte aus. Und wenn wir dann etwas risikoaffiner sind, dann kommen auch die guten alten Aktien ins Spiel. Hier gilt es allerdings auch zu beachten, in welchen Regionen investiere ich, in welche Länder investiere ich und auch in welche Sektoren investiere ich. Wenn wir also besonders risikoaffin sind, dann investieren wir etwas mehr in Aktien. Wenn wir nicht besonders risikoaffin sind und lieber stärker auf Sicherheit gehen, dann investieren wir mehr in Anleihen und eben auch Rohstoffe. Aber wie komme ich jetzt zur Entscheidung, in welche Aktien, in welche ETFs, in welche Produkte und Sparten investiere ich? Und da stelle ich euch einfach mal die Frage: Wollt ihr es schnell und einfach? Dann investiert einfach in den Vanguard FTSE All World. Denn dieser Index bildet 3.784 Aktien aus 11 Sektoren und 10 Ländern ab. Damit seid ihr auf jeden Fall maximal breit diversifiziert, braucht euch nicht besonders einzulesen und keine intensive Recherche zu betreiben. Wenn ihr jetzt sagt, was gibt's denn da noch? Dann sage ich euch, informiert euch selbst und entscheidet danach. Wenn euch das Thema Finanzanlage interessiert, wovon ich mal ausgehe, wenn ihr dieses Video schaut, dann solltet ihr auch die Zeit investieren, euch etwas stärker zu informieren und dann entsprechende Entscheidungen zu treffen. Nutzt dazu auch super gerne unseren Discord. Wir stehen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Und ganz unabhängig von unserem Discord-Kanal habe ich auch noch ein Fundstück dabei, nämlich den ETF-Strategieplaner von Just ETF. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Hier werdet ihr anhand von Fragen durch eure ETF-Strategieplanung durchgeführt. Und damit war es das auch schon wieder mit diesem Video. Lasst uns gerne ein Like da, wenn euch das Video einen Mehrwert gebracht hat. Abonniert den Kanal. Konstruktive Kritik wie immer gerne ins Kommentarfeld. Das macht dann auch das Zahlenmenschen glücklich. In diesem Sinne, ich sage bis bald und ciao, ciao.